Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute sind wir in Perl-Nennig unterwegs, und zwar auf der Traumschleife Dolinenweg. Er ist etwa 10 Kilometer lang, und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann kommt mit. Dank Sturmtief Sabine haben wir endlich einen Baumstamm zum Sitzen gefunden, denn das ist hier auf dem Weg leider absolute Mangelware. Wenn ihr so richtig voll in den Matsch gehen wollt, seid ihr hier auch ganz richtig. Highlights findet ihr hier auf dem Weg leider vergebens. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir am Auto. Gott sei Dank. Die Tour hat uns überhaupt nicht gefallen. Keine Highlights, da müssen wir dem Traumschleifengänger Waldmägel definitiv recht geben. Was uns auch aufgefallen ist, es gab auch kaum Sitzgelegenheiten. Das kennen wir von Traumschleifen gar nicht. Komisch. Für uns war das bisher die schlechteste Traumschleife. Schade eigentlich. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und über Kommentare würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Wie hat uns die Tour gefallen? Nicht wirklich schön gewesen. Wir können da dem Traumschleifengänger Waldmägel nur recht geben. Keine Highlights auf dieser Strecke. Uns hat diese Tour überhaupt nicht gefallen. Highlights auf dieser Tour bei uns war der Ganze.
Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Wie hat uns die Tour gefallen? Naja, überhaupt nicht so schön. Ja.